Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Waldemar Bonsels, Die Biene Maya. Maya steuerte in ruhigem Flug gerade auf ein rotes Blumenlicht zu, das ihr zu winken schien. Und als sie in die Nähe kam, spürte sie den Hauch eines so süßen Duftes, dass sie beinahe betäubt wurde und die große, rote Blume nur mit Mühe erreichte. Sie schwang sich auf das äußerste gewölbte Blumenblatt und hielt sich fest. Da rollte ihr mit der leisen Bewegung, in die das Blatt geraten war, eine funkelnde, silberne Kugel entgegen, fast so groß wie sie selbst, durchsichtig und flimmernd in allen Farben des Regenbogens. Maya erschrak furchtbar, obwohl die Pracht dieser kühlen Silberkugel sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte vorüber, neigte sich über den Rand des Blattes, sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ins Gras. Maya stieß einen leisen Ruf des Schreckens aus, als sie sah, dass die schöne Kugel unten in viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber es flimmerte nun im Gras so belebt und frisch, rann in zitternden Tröpflein an den Halmen nieder und funkelte, wie Diamanten im Lampenlicht blitzen. Maya hatte erkannt, dass es ein großer Wassertropfen gewesen war, der sich im Kelch der Blume in der feuchten Nacht gebildet hatte.